Augen wie geschliffene Diamanten. Gabi von der Nabila aus Dentagen. Gabi von der Nabila glänzt weiter. Der Superstar unseres nationalen Taubensports. Die Superformation von Gabi van der Nabela aus Dentagem. Der Rekordsammler aus Dentagem. Der Rambo aus Dentagem. Der Topsport verlangt stets mehr, höher und besser. Darauf lässt der Wunderschlag aus Dentagem mit verblüffender Leichtigkeit die passende Antwort. Wie der Vater, so der Sohn. Für die Taubenzüchter ist Dentagem zu einem Mekka geworden. Wie kommt man zu solchen Tauben, die ihren Besitzer in so kurzer Zeit weltbekannt machen? Stecken dahinter nicht irgendwelche Wundermittel oder Geheimnisse, sind unsere ersten Gedanken. Gabi van der Nabela hat eine andere Erklärung. Es sind die Tauben, nichts als die Tauben. Tauben? Gute Tauben haben viele. Es können doch nicht nur die guten Tauben sein. Und wenn es wirklich die guten Tauben sind, wie kommt man zu Tauben, die den anderen so überlegen sind? Jede Taube kann mit Rücken fliegen. Bei Rückenwind kann jede Taube einen Preis gewinnen. Bei Gegenwind siegen immer die guten Tauben. Bei drei Rückenwindflügen fliegt eine gute unter Umständen nur zwei Preise. Bei drei Gegenwindflügen sitzt sie jedoch dreimal in der Spitze. Eine Taube, die diese Kriterien in ganz hohem Maße erfüllt, ist der Kleine. Er ist der Begründer des heutigen Van der Nabele-Stammes und hat diesen Schlag weltberühmt gemacht. Ah, den Kleinen, das ist auch etwas. Mit dem Kleinen hat es ganz was Besonderes auf sich. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs und kam zu Josef de Lodder in Sylte. Dort erwartete man gerade die Ankunft der Tauben von Orléans, 350 Kilometer. Es war ein heißer Sommertag und es herrschte ein starker Gegenwind aus nordöstlicher Richtung. Schwerste Bedingungen also, etwas für die ganz Guten. Der Sitterke flog mit Bravour den ersten. De Lodder bot mir diesen Vogel für ein Gelege an. Ich setzte eine Täubin von Gilbert von Parys dagegen, das berühmte Amaike. Aus dieser Verbindung ging der Kleine hervor. Man muss halt mal ein bisschen Glück haben. Weibchen angepaart und sagte Gilbert von Parys, das Amaike ist frei. Dann habe ich die Tauben zusammengesetzt und dann hatte ich da den Kleinen von. Und da war er, ja, so muss man ein bisschen Glück haben auch. Als der Sitterke geboren wurde, war sein Vater 6 und seine Mutter 1 Jahr alt. Die Herkunft der Amaike liegt ziemlich im Dunkeln. Gilbert von Parys gewann bei einer Verlosung einen Gutschein für 2 Taubeneier von einem unbekannten Züchter. Gabi van der Nabele kennt nicht mal seinen Namen, aber dieser Mann hatte Tauben von einem Züchter namens Amaike, der zeitlebens erfolgreich war. Und das Ei, aus dem das Amaike schlüpfte, war aus 2 originalen Amaike-Tauben. Dass Gabi mit dem Kleinen das Große losgezogen hatte, bewies sich direkt im nächsten Jahr, als der Picanol geboren wurde. Dieser Vogel wurde 1983 als Jähriger auf Anhieb provinzialer Asttaube von Westflandern und flog auch als Zweijähriger fantastisch. Gänzlich überzeugt wurde Gabi durch den Fidel, der wiederum ein Jahr später geboren wurde. Was dieser Vogel geleistet hat, ist bewunderswert. Er flog besonders bei hartem Wetter immer an der Spitze, 7-mal den ersten und schließlich als krönenden Abschluss noch den 2. National Limoges. Das Herzstück einer jeden Anlage ist der Zuchtschlag. Gabi hütet ihn wie seinen Augapfel. Er legt großen Wert darauf, schonend mit seinen Zuchttauben umzugehen. Sie werden am 1. Dezember angepaart und ziehen 4 Gelege groß. Danach, gegen Ende Mai, werden sie getrennt und Anfang August gleichzeitig mit den Witwern wieder angepaart. Die Zuchtpaare dürfen jetzt ein paar Tage brüten. Dann werden ihre Eier zu den Witwern umgelegt. Damit ist die Saison für die Zuchttauben beendet. Interessant ist vielleicht die Vorgehensweise von Gabi.
Er setzt die Paare im August schon so zusammen, wie es für die nachfolgende Zuchtsaison geplant ist. Damit spart er sich im Dezember viele Probleme bei der Anpaarung, da die Partner sich schon kennen. Von Anfang August bis Dezember dürfen die Paare einmal im Monat für 2 Tage zusammen. Gabi glaubt, dass die Tauben auf diese Weise länger fruchtbar bleiben. Beim Verpaaren der Zuchttauben achte ich darauf, dass die Tauben körperlich zusammenpassen. Ich gleiche bei Paaren Abweichungen in der Größe dadurch aus, dass ich eine große an eine kleine setze. Ich suche dabei immer nach meinem Typ. Nach einem großen Weibchen, dass man so ein bisschen gleiche Tauben hat. Vor dem Zuchtschlag ist eine geräumige Voliere, die den Zuchttauben tagsüber als Aufenthalt im Freien zur Verfügung steht. Ich habe einen eigenen Stamm, der auf 3 Zuchttauben basiert. Der Kleine, der Beite und der Große. Alle meine Tauben sind mit den 3 Basistauben verwandt. Die Basistauben haben mit den verschiedensten Fremdtauben gute Nachzucht gebracht. Die Stärke eines jeden guten Stammes liegt darin, dass er sich leicht mit anderen Stämmen kreuzen lässt. Aber was heißt schon guter Stamm in der heutigen Brieftaubenzucht? Das Beste ist immer noch, gut an gut zu verpaaren. Wenn man junge Zuchttauben hat, dann geht man nicht... Ich habe immer dafür gesorgt, möglichst junge Zuchttauben zu haben. Das heißt, ich habe meine besten Witwer schon sehr früh auf den Zuchtschlag gebracht. Es ist sicher eine tolle Sache, auch aus den Witwern zu züchten, wenn man auf diese Weise ihre Zuchtqualitäten erkennen kann, bevor sie auf den Zuchtschlag kommen. Aber wie groß muss der Jungschlag denn sein, wenn man aus den Witwern und aus den Zuchttauben züchten will? So viel Platz habe ich nicht. Daher habe ich mich entschieden, nur aus den Zuchttauben zu züchten. Ich glaube, dass ich aus meinen Zuchttauben mehr Gute bekomme als aus meinen Witwern. Oberhalb des Zuchtschlages befinden sich 3 Abteile für Jungtauben. Auf die beiden nebeneinander liegenden Abteile gelangt die Winterzucht, etwa 80 Tiere. Auf das ganz rechts gelegene Abteil werden die Vögel der 2. Runde gesetzt. Die Weibchen der 2. Runde und die Jungen der 3. und 4. Runde werden abgegeben. Eine große Bedeutung misst Gabi van den Abele der Fütterung bei ihm und speziell der Futterqualität. Ja, das Qualität von Futter ist, glaube ich, sehr wichtig. Und dass die Qualität sehr gut ist, dann brauchen die Tauben kein Vitamin dabei zu haben. Gutes Futter ist alles, glaube ich. Wie findest du heraus, ob ein Futter gut ist? Ja, dann nehme ich einen Sack und das Essen. Ich überprüfe die Futterqualität durch Keimproben und zwar hole ich mir einen Sack, nehme daraus eine Handvoll Futter und lege es für einen Tag lang ins Wasser. Spätestens am 3. Tag danach müssen schon Keime erkennbar sein. Vorher macht irgendwer das ein bisschen Popcorn dazu bei für die Witwe. Einmal habe ich mich gewundert, dass meine Witwe das bei ihnen so beliebte Popcorn nicht fressen wollten. Daraufhin setzte ich eine Keimprobe an und stellte fest, dass der Mais nicht keimte. Also Tauben fressen nicht gern Futter, das nicht keimt. Gabis Bruder Daniel hilft schon seit vielen Jahren bei den Tauben. Besonders intensiv kümmert er sich um die Jungtauben. Unmittelbar nach dem Absetzen verwendet er sehr viel Zeit darauf, die Jungen handzahm zu bekommen. Das gelingt ihm besonders über die Fütterung. Gabi hingegen betreut vor allem die Witwermannschaft. Thank you.
Seit einigen Wochen sind die Jungtauben abgesetzt. In diesem Jahr, 1994, hatte Gabi einige Mühe, die Jungtauben in die Luft zu bekommen. Aber nun, sie sind inzwischen 10 Wochen alt, fliegen sie ihre ersten Runden. Wie fast alle Belgier legt auch Gabi van den Abele viel Wert auf die Jungtierflüge. Die Jungen werden hart angenommen und absolvieren 8 bis 10 Flüge zwischen 300 und 500 Kilometer. Gabi van den Abele ist der Meinung, dass eine gute Jungtaube auch eine gute Alttaube wird. Selektion macht man schon als Jungtaube. Wenn als Jungtaube nicht gut geflogen haben, dann muss sie da raus. Seit einigen Jahren verdunkelt Gabi seine Jungtauben. Seither sind die Leistungen konstanter geworden. Sonntag für Sonntag hat er seine Jungtauben in der Spitze. Heute erwartet er die Jungtauben aus Tours zurück. Immerhin ein Flug von 450 Kilometer. Weil die Wettervorhersage sehr ungünstig war, hat Gabi nur die Weibchen eingekauft. Eine seiner Stärken ist, dass er immer sehr vorsichtig mit seinen Tauben verfährt. Deshalb hat er seine besten Jungvögel und Weibchen nicht eingesetzt. Die Jungen bilden schließlich die Zukunft des Schlages. Haben 2 Gummiringe an. Den einen dreht Gabi möglichst schnell ein. Den zweiten Ring holt Gabis Frau Christine und konstatiert ihn mit einer zweiten Uhr. Ganz rigoros nimmt Gabi das Tröpfeln von Jungtauben ab. Medikamente setzt er nur ein, wenn die Tauben ernsthaft erkrankt sind. Ich glaube ja, dass auch viele Leute da sind, die in Belgien Antibiotika geben. Ja. Wenn es nicht gut geht, dann sucht man das alles, ja, probiert man aus. Wenn es gut geht, muss man nichts probieren. Ne? Ist der Zuchtschlag das Herzstück jeder Anlage, so sind die Witwer der Motor. Gabi hat 2 einfache Witwerschläge. Jeder der beiden Schläge ist in 2 Abteile mit einem Mittelgang unterteilt. Ich dachte, so habe ich weiße Plastik gebraucht. Ich habe weißes Plastik zur äußeren Verkleidung genommen, weil weiß das Sonnenlicht reflektiert. Dadurch heizt sich der Schlag am warmen Sonnenlicht nicht so sehr auf. Außerdem ist das Plastik pflegeleicht. Die Schläge stehen ca. 50 cm über dem Boden, damit der Wind und die Luft darunter zirkulieren können, um so Feuchtigkeit wegzunehmen. Der Schlagboden ist nicht isoliert und besteht aus einer einfachen Holzplatte. Ich habe im vergangenen Jahr meine Schläge von innen frisch gestrichen und habe nicht weiße, sondern eine hellblaue Farbe gewählt. Ich glaube, dass weiß die Augen blendet und die blaue Farbe die Tauben beruhigt. Blau ist die Lieblingsfarbe der Tauben, nehme ich an, weil auch ihr Element der Himmel blau ist. Blau ist so die Kleur von der Luft, so, das ist die Naturkleur. Das ist
Die Tauben sind in die Luft für die... In die blaue Luft leben die Tauben. Das Dach besteht aus Tonziegeln, die von innen nicht verkleidet sind. Durch die Ritzen und Fugen kann die verbrauchte Luft nach außen entweichen. Dadurch ist ein guter Luftaustausch gewährleistet. Auch gute Züchter haben magere Jahre. Doch es ist typisch für sie, dass sie nicht eher ruhen, als bis sie die Ursachen dafür gefunden haben. Nach seinen ersten großen Erfolgen wollte Gabi seinen Bestand vergrößern. Es wurde ein neuer Schlag gebaut. Etwa 5 Meter hinter den jetzigen Witwerschlägen. Doch auf diesen Schlag wollten die Tauben einfach nicht fliegen. Als viele Änderungen keine Wirkung zeigten, ließ Gabi einen Routengänger kommen. Ich glaube, dass die Züchter etwas Probleme hatten in den Erdboden. Heute glaube ich, dass der Misserfolg vieler Züchter darauf zurückzuführen ist, dass unter ihren Schlägen eine Wasserader verläuft. Ich hatte vor einigen Jahren einen neuen Schlag gebaut, unter dem eine Wasserader verlief. Die Tauben wollten nicht fliegen. Nachdem der Schlag umgestellt wurde, kehrten die gewohnten guten Leistungen zurück. 2 Meter weiter gesetzt. Sofort wurden auch wieder gute Tauben geboren. Einer der ersten war der Wittenbuik aus dem Kleinen, einer der besten Tauben, die in Westflandern je geflogen sind. Dass die Söhne vom Kleinen auch wieder gute Vererber sind, zeigt der Colonel. Sein Vater ist Wittenbuik, seine Mutter das Prinzesschen, eine Tochter von Pikanol. Der Colonel ist der lebende Beweis dafür, dass auch Enkel des Kleinen ihren Vorfahren nicht nachstehen. Der Kleine hat mit vielen Weibchen hervorragende Söhne und Töchter gebracht. Aber ein ganz besonders gutes Paar bildete er mit Georgette von Georges Peyren aus Flasto. Aus diesem Paar gingen hervor der Stier mit 5 ersten Preisen, der Turbo 1993 erste Asttaube in Westflandern und 1994 möglicherweise zweite Asttaube in Westflandern nach seinem Schlaggenossen Ronka. Weitere Vollbrüder sind der Parel und der Wolfgang. Gabi van den Nabele ist nicht der Mann, der über das Eis einer Nacht geht. Er hat weitere Standbeine. Eins davon war der berühmte Beiter, der leider jetzt nicht mehr befruchtet. Sein bester Sohn ist der Favorit, der 1989 erste Asttaube von Westflandern auf der Weitstrecke wurde. Der Favorit ist nicht nur ein Reiseass, sondern auch ein fantastischer Vererber. Ein Sohn von ihm flog bei Wolfgang Röper den ersten National. Ja, den Beiter, den Großen, ja, das sind die Kleinen, sind alle... Der Beiter, der Kleine und der Grote haben mit den verschiedensten Weibchen Gute gegeben. Ich glaube, der Grote wäre heute ebenso bekannt wie der Kleine, wenn er länger befruchtet hätte. Er hat leider als 7-Jähriger seine Manneskraft verloren. Die meisten Junge, die ich von ihm hatte, erhielt ich von ihm, als er noch ein Witwer war. Praktisch alle seine Söhne waren Reiseasse und gute Vererber. Auf den Schlägen von Norbert Normann fliegen aus dieser Linie einige Vögel hervorragend, wie zum Beispiel der Borg. Schade, wenn er 7 Jahre war, hat er nicht mehr befruchtet. Und ich glaube, dass er eben noch ein besseres Zuchter war. Die meisten, die ich hatte, waren von die, wenn ich die Eier von der Witwe war, die Jungtauben von der Witwe war, damit gereist und so. Das. Der beste Sohn des Groten ist der Playboy, der nie auf der Reise erprobt wurde, sondern sofort auf den Zuchtschlag gelangte. Er ist unter anderem der Vater des Clinton, der auf einem schweren Chateauroux-Flug gegen fast 7000 Tauben den ersten Provinzial flog, und der Golden Lady, die 1992 erste provinziale Asttaube von Westflandern war. Ich habe einen Sohn und eine Tochter bei Röper. In 91 machen sie von 7800 Tauben ersten, zweiten Preis. Dann hat dieses Jahr auch den Sohn den Vogel in ersten National gemacht bei Röper. Restlos überzeugt von der Qualität der Van den Nabele Tauben ist einer der besten Züchter Deutschlands, Wolfgang Röper. Er hat 3 Linien in seinem Bestand, wobei die Van den Nabele Tauben langsam die Überhand bekommen. Das ist einmal die Schellensorte, ja, dann ist es die Reimann,
Sorte, ja, und dann ist es ab 1990 die Gabi van der Nabende Sorte, ja, und da muss ich sagen, dass ich mit diesen Tauben großes Glück gehabt habe, ja, und auch brauchbare Erfolge mit vorweisen kann, ja. Wobei die van der Nabele Tauben, die stehen bei mir im Augenblick so hoch im Kurs, ja, weil sie A, spitze fliegen können, egal was wir für ein Wetter haben, die fliegen spitze bei 1800 Meter und sie fliegen spitze bei 1000 Meter, sie fliegen als jährig schon, ja, und jung. Und das ist irgendwo für mich entscheidend. Ja, ich habe bei Gabi inzwischen eine ganze Reihe Tauben gekauft und ich muss sagen, das kommen alle in Korb, mein Prinzip, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel oben einen Jährigen sitzen, ist ein Sohn aus dem Kleinen, ja. Ein anderer würde ihn wahrscheinlich auf den Zuchtstall setzen. Bei mir muss er erstmal beweisen, dass er fliegen kann. Der hat jetzt nach 4 Touren, hat er 4 Preise. Ja, wir müssen abwarten, wie es weitergeht, ja. Aber erst dann, wenn er gezeigt hat, dass das kann, dann kann auch dieser Sohn des Kleinen, ja, kann auf den Zuchtstall kommen. Also ich muss sagen, im Augenblick denke ich, dass die besten Tauben Belgiens wohl in Dendergem sitzen. Die Schlaganlage ist optisch sehr schön. Das kommt nicht zuletzt von den roten Ziegeln und den weißen Wänden. Man sieht auf diesen Bildern... Aber auch dieses kleine Gefecht. Im Bild sehen wir gerade den Amokachi. 14 Tage zuvor flog er noch den 4. National auf Limoges gegen 18.000 Tauben. Die 4 Einflugfenster führen jeweils in ein Schlagabteil mit je 12 Zellen. Gabi spielt seine Witwe mit einem 14-tägigen Rhythmus. Heute werden Abteil A und B eingekorbt, in der Woche darauf C und D. Auf diese Weise gehen die Tiere immer ausgeruht und in bester Kondition in den Korb. Die Fütterung ist denkbar einfach. Während des gesamten Jahres, also auch außerhalb der Reisezeit, werden alle Witwer in der Zelle gefüttert. Morgens und abends einen Esslöffel voll. Jede Taube muss alles fressen, ansonsten frisst die eine den Mais und die andere nur die Erbsen. Wenn jede Taube alles frisst, bekommt sie auch alle Vitamine mit. Man kann kontrollieren, wie viel die jeweilige Taube frisst. In der Saison füttere ich die Witwe ebenfalls einzeln. So halte ich sie ruhig und schränke Krankheiten ein. Auch in der Saison auch allen separat zu trinken. Das vor die Ruhigkeit und vor die Krankheit. So sieht das Witwerfutter bei Gabi van der Nabele aus. Man kann erkennen, dass er Sonnenblumenkerne untergemischt hat. Anders miteinander geht in jede Taube auch nach Blumen zu trinken, dann fechten sie. Nun sind meine Tauben den ganzen Tag in die Zelle. Durch die Versorgung in der Zelle herrscht mehr Ruhe auf dem Schlag. Für die Tauben wird die Verbundenheit mit der Zelle intensiver. Wenn die Tauben vom Flug heimkehren, erhalten sie Tee zu trinken. Jeden Mittwoch gibt es zusätzlich Vitamine. Wenn die Tauben zu müde nach Hause kommen, habe ich sofort den Verdacht, dass Coccidien die Ursache sein könnten, weil meine Tauben sehr häufig auf dem Boden laufen. Ich setze daher gelegentlich ein Mittel gegen Coccidien ein. Das habe ich auch. Meine Tauben laufen viel auf den Boden. Dann habe ich auch Probleme mit Coccidien. Dus, dann kann ich eine einmal etwas geben gegen Coccidien. Ich glaube, dass man in Deutschland von den Tauben zu viel verlangt. Man muss sie Woche für die Meisterschaften spielen, sodass man sie am Ende oft verliert. Oder wenn sie endlich auf den Zuchtschlag gelangen, ist das Beste von ihnen ab.
Man muss gute Tauben sehr früh auf den Zuchtschlag setzen. Doch in Deutschland braucht man alte Tauben für die Meisterschaft. In Deutschland spielen alle Züchter in einer RV gegen die schlechten und guten Züchter. Wenn wir hier in Westflandern antreten, dann nur gegen die allerbesten in einer Konkurrenz von 3.000 bis 7.000 Tauben. Wenn alle westflämischen Züchter sich an den großen Flügen beteiligen würden, bekämen wir 80.000 Tauben zusammen. Die Besten, die dagegen die Preise machen würden. Wenn man so gute Tauben besitzt wie Gabi van den Abele, die auf den großen Flügen die gesamte Konkurrenz beherrschen, dann hat das auch in Belgien seine Schattenseiten. Die Züchter sind dort nicht wie in Deutschland festen Vereinigungen angeschlossen, sondern haben die Möglichkeit, ihre Tauben Woche für Woche in wechselnden Einsatzlokalen einzukaufen. Oft wird erst im letzten Moment je nach Wetter entschieden, wohin die Tauben gebracht werden. Da das Geldspiel zumindest in Westflandern weit vor Meisterschaften rangiert, suchen sich die Züchter Einsatzlokale, wo sie sich den größten Gewinner hoffen. Denen erlaubt eine möglichst schwache Konkurrenz. Taucht jetzt ein überragender Spieler immer wieder in einem Lokal auf, weichen viele Züchter auf andere Lokale aus. Schließlich spielt der Erfolgreiche nur noch gegen seine eigenen Tauben. Die einzige Lösung des Problems besteht im Ausschluss dieses erfolgreichen Züchters. Dieses Geschick traf auch Gabi van den Abele. In vielen Lokalen Westflanderns ist er ausgeschlossen. Ein Lokal, in dem Gabi seine Tauben noch einkaufen darf, war ein Lokal in Möllebeke. Dahin begleiten wir ihn nun. Hat man jede Woche ein, zwei oder drei Feste. Hier in Belgien hatten wir viele Meisterschaften und demnach viele Feste. Man könnte zwei bis dreimal in der Woche feiern gehen. Doch der Nachteil ist, die Tauben kommen zu kurz, das heißt kein Futter und kein Wasser. Wenn man sich aber nicht das ganze Jahr über regelmäßig mit den Tauben beschäftigt, hat man keine Chance auf den Wettflügen. Fertig sein, wo die Tauben und jedes Tages machen. Und dann hält man jedes, im Winter kann man jede Woche nach die Fest gehen und dann. Dann muss die eine Woche arbeiten gehen und dann sind die Tauben nicht fertig für das neue Jahr, glaube ich. Als wir dort ankommen, herrscht gähnende Leere. Gabi selbst nimmt mit 6 Tauben teil. Am Ende des Tages waren nur 22 Tauben zu einem großen Flug ab Poitiers eingesetzt worden. Die meisten Teilnehmer an diesem Flug haben ihre Tauben zu einem anderen Lokal gebracht und wichen damit dem Meisterzüchter Gabi van den Abele aus. Okay, danke. Ja.
hoffe einmal auch, dass dein Bund etwas ich macht. Ich hoffe, dass das der Verband endlich etwas unternimmt gegen den Ausschluss der guten Züchter. Ich bin beinahe überall ausgeschlossen. Das ist für mich ein großes Problem. Man muss sich mal vorstellen, wenn Spanien aus der Tour de France ausgeschlossen würde, weil in Durien wieder siegen könnte. Ja, wird Spanien ausgeschlossen in der Runde von Frankreich. Und das jedoch wenn in Durien. Das ist doch eine große Scheiße. Das ist ein Einsport. Wir erwarten am nächsten Tag, es ist Samstag, der 30.07.94, die Rückkehr der Tauben von Poitiers. Gabi trifft die Vorbereitungen für die Ankunft der Witwer. Auch zu den Vögeln, die er nicht eingekocht hat, setzt er Weibchen in die Zelle. Gabi schaut auf die Uhr. Die Spannung steigt. Die Ankunft steht kurz bevor. Ja. Die Tauben treffen in rascher Reihenfolge ein. Jedes Mal, wenn eine Taube kommt, muss sie auch telefonisch ans Einsatzlokal gemeldet werden. Die erste war auch die erste, die zweite war die zweite gemeldete und sogar die fünfte war noch die fünfte gemeldete Taube im Einsatzlokal Mörderbeke. Als Gabi die sechste Taube meldet, ist der Konkurs beendet. Auf lokaler Ebene in Mörderbeke erringt Gabi die ersten fünf Preise. Bis das genaue provinziale Ergebnis festliegt, werden noch einige Tage vergehen. So viel aber weiß Gabi nach kurzer Zeit, dass er auch in der großen Konkurrenz sehr gut abgeschnitten hat. Es war jedoch nicht das beste Ergebnis des Jahres 1994. Die Tauben von den Flügen am Wochenende zurückkehren, ist Gabi nie allein. Diesmal hatte er einen ganz prominenten Besuch. Erik Limburg aus Brüssigen. Gabi hat für uns seine erste Taube vom Schlag geholt. Es ist der Parel, den wir bereits vorgestellt haben. Ein Sohn des Kleinen also, der dieses Jahr fantastisch geflogen hat. Er ist in der Hand eine wunderbare Taube. Man merkt ihm die Strapazen des Fluges nicht an. Der Parel ist der Vollbruder vom Turbo, der dieses Jahr mit vier provinzialen Spitzenpreisen auf der Weitstrecke glänzte und den Gabi zu diesem Zeitpunkt bereits auf den Zuchtschlag gesetzt hatte.
Eine der großen Stärken von Gabi besteht darin, dass er seine Asse so jung in den Zuchtschlag setzt. Es sind sicherlich nicht nur die Tauben, die Gabi weltberühmt gemacht haben. Die Wurzeln für seine großartige Karriere als Brieftaubenzüchter liegen sicher auch in seiner Person selbst. Mein Vater war immer Taubenzüchter. So, dann habe ich von jungs auf war ich am Taubenschlag. Und so bin ich jedes Jahr ein bisschen mehr Taubenzüchter geworden. Gabis Vater war viele Jahre in Westflandern ein gefürchteter Mittelstreckenspieler. Seine Tauben waren rasend schnell. Sie gingen vornehmlich auf Tauben von Desmit Matthijs und Paul Bostein zurück. Auf dem Schlage seines Vaters hat Gabi das Handwerk von der Pike aufgelernt. Als er dann erwachsen war, heiratete und sein eigenes Haus baute, nahm er nicht nur die Tauben seines Vaters mit, sondern auch das nötige Know-how. Gabi zeichnet sich aus durch Ruhe und Besonnenheit. Er liebt die Natur und verbringt viel Zeit in ihr. Hier findet er die nötige Entspannung, die er braucht von seinem Beruf als Steuerberater, der ihn sehr in Anspruch nimmt. Dass Gabi über viele Dinge des Taubensports gründlich nachgedacht hat, beweisen folgende Aussprüche. Wenn ich dann so etwas ruhig sein wollte, dann... Wenn ich abspannen möchte, nehme ich mein Fahrrad und mache eine Tour von 60 bis 100 Kilometer durch die weite westflämische Landschaft. Oder ich gehe mit dem Hund spazieren. Dann bin ich so ganz entspannend. Oder gehe ich einmal spazieren mit dem Hund in die Felder. Ja, da wollte ich jedes Jahr, wenn ich mit Tauben beginnt und ich nicht so teuer will machen, dann... Wenn ich nochmal mit dem Taubensport beginnen würde, würde ich mir jedes Jahr 20 bis 30 Eier aus einem kleinen, guten Schlag holen und die Jungen gründlich austesten. Sobald jedoch eine Taube sich als gut herausgestellt hat, würde ich sie sofort auf den Zuchtschlag setzen. Nicht sagen, ich habe eine gute und spiele damit. Nein, auf den Zuchtschlag damit. Genauso bin ich verfahren mit meinem Pika Null oder mit dem Weiter. Sie waren 2 Jahre alt, als sie auf den Zuchtschlag kamen. Ich habe sie mit 5 bis 6 Weibchen verpaart und wusste sofort über ihre Vererberqualitäten Bescheid. Träume, ja, wenn man sehr gut spielt, hat man mehrere Träume. Träume? Ja, ich habe noch Träume. Ich möchte auch in der bevorstehenden Saison wieder so gut spielen wie letztes Jahr. Das Schönste für mich ist, wenn ich bei Gegenwind die ersten Preise gewinne. Wenn es so schweres Wetter ist und so die 5 frühe Tauben habe, so 3, 4, 5 erste Preise spielen, das ist sehr gut.